Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ganz bewusst, ich kann das ZuschauerInnen noch nicht so gut aussprechen, also sage ich noch Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den ich nicht persönlich kenne, aber jetzt haben wir ein bisschen geplaudert, wir kennen uns ein bisschen. Das ist die Hanna Vasiliadis. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Frau Vasiliadis. Und wir haben ein super Special-Thema, das, glaube ich, eines der größten Themen werden wird in den nächsten Jahren. Aber ich rede gar nicht so viel. Ich bitte Sie, Frau Vasiliadis, wollen Sie sich bitte vorstellen, was machen Sie, wer sind Sie? Und dann sagen wir erst, um was es geht. Genau, ja, erst nochmal auch Hallo von mir, schön, dass ich da sein darf. Hanna Vasiliadis, wie gesagt, ist mein Name, ich komme aus Frankfurt am Main. Ich bin Pädagogin, Deeskalationstrainerin und psychologische Beraterin. Ich komme selbst so beruflich, kann das gar nicht so ganz genau eingrenzen. Ich habe immer versucht, ganz, ganz viel zu sehen. Also ich habe in Kitas gearbeitet, in verschiedenen Schulformen, in verschiedenen Positionen, auch in der Jugend- und Behindertenhilfe. Also wie gesagt, viel mir angeschaut. Ich war Teamleiterin bei einem freien Träger im Bereich Schulbegleitung und habe diese Tätigkeit als Teamleitung, da ist bei mir so ja relativ viel passiert, weil ich da ich selbst habe so in meiner Praxis ganz oft den Eindruck gehabt, ich werde nicht so richtig unterstützt. So als Berufseinsteigerin habe ich oft gedacht, wow, es sind so viele Anforderungen, so viel Komplexität um mich herum und ich muss mich da irgendwie so alleine durchwurschteln. Und dann habe ich immer gesagt, so ich will für meine Leute echt da sein. Und so für mein Team war immer so das Thema herausforderndes Verhalten war irgendwie so das, das war einfach an der Tagesordnung, ne? Und um da bestmöglich beratend zur Seite stehen zu können, habe ich berufsbegleitend eben eine Ausbildung als ProDema-Deeskalationstrainerin gemacht und bin so in diesen Kontext Fortbildungen gekommen. Also ich gebe eben Fortbildungen im Bereich Deeskalation und habe das dann so mit den Jahren so ein bisschen erweitert. Also dass ich nicht mehr nur noch für das Institut gearbeitet habe, sondern mich eben selbstständig gemacht habe und jetzt Fortbildungen gebe in Kitas, Grundschulen, Schulen. Mit dem großen Schwerpunktthema bedürfnisorientierter Umgang mit herausforderndem Verhalten, das ja. Und es gibt noch so ein zweites, ich sage immer gerne, mein Underdog-Lieblingsthema, mit dem ich vor allem in Kitas viel unterwegs bin. Und da geht es um geschlechtersensible Pädagogik. Genau, also der Vollständigkeit halber bin ich auch noch psychologische Beraterin und Coach, das habe ich auch noch studiert und Dozentin an einer Hochschule im Studiengang Soziale Arbeit. Also das einmal so der grobe Umriss über das, wo ich herkomme, was ich so mache. Das ist viel, was Sie machen, genau. Und wir sprechen heute über geschlechtsspezifische Sozialisation und geschlechtersensible Pädagogik. Und was mir noch ganz wichtig ist, also man kann Sie buchen und ich schreibe das dann alles in die Shownotes, wie man Sie buchen kann und so weiter. Und was Sie noch nicht gesagt haben, ich darf das ergänzen, Sie kennen sich sehr gut aus mit gewaltfreier Kommunikation. Ja, ist die Grundlage von ganz, ganz vielem irgendwie. Ne? Ist die Grundlage von vielem, aber ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Ja. Und gewaltfreie Kommunikation, das ist mir noch ganz wichtig, das zu sagen. Das ist auch eine Methode, aber in erster Linie eine Haltung. Also man kann das nicht anwenden, wenn man mit dem Gedanken reingeht, also hier gewinne ich mal. Wird nicht funktionieren. Es ist sogar mehr eine Haltung als eine Methode. Ja, finde ich auch. Ja. Genau, und dann gibt es eben da verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Das ist aber nicht unser Thema heute. Deswegen habe ich jetzt gerade, wir haben das ganz kurzfristig jetzt umentschieden. Eigentlich wollten wir über Deeskalation sprechen und Jugendliche und dann haben wir das aber schnell geswitcht. Und ich, vielleicht machen wir noch ein zweites Gespräch, damit wir das, was wir ursprünglich ausgemacht haben, auch mal sagen. Heute denke ich aber, ist es ein ganz wichtiges Thema, weil es sehr, sehr viel mit Gewalt zu tun hat. Da kommt man erst gar nicht drauf. Aber ich nehme mal jetzt ein Beispiel. Wie geht's einem vierjährigen Kind, das jeden Tag gelobt wird für den schönen Pulli, für die schönen langen Haare und so ein süßes Mädchen ist und am besten noch in die Puppenecke geschickt wird? Und ich übertreibe jetzt nicht, das werden Sie mir gleich bestätigen, wahlweise, wenn Jungs wild sind und darüber praktisch auch sich definieren sollen, dass sie wild sind. Und da kann das für manche Kinder ganz schön in Gewalt ausarten, in verbale Gewalt meistens. Das ist ein Thema und was ich noch ganz spannend finde, da kommen wir gleich noch drauf, wie kann ich denn in einem Kindergarten sensibel mit Kindern umgehen, ohne, und es ist wichtig, sie zu verunsichern? Ja, ja,
auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt erzählen Sie mal ein bisschen. Genau, ich kann ja vielleicht als allererstes mal erzählen, wie ich zu dem Thema gekommen bin, weil das, wie gesagt, ja so ein bisschen abweicht von meinen Schwerpunktthemen irgendwie, ne? Ich bin durch das Deeskalationstraining da reingekommen und da hat das jetzt eigentlich nicht großartig eine Rolle gespielt. Ich war damals in der Schulsozialarbeit tätig und da war das so eine Pflichtfortbildung, dass wir irgendwie 2 Tage zum Thema Geschlechtersensibilität irgendwie absolvieren sollten. Ich kannte das Thema aus der Hochschule, also aus der Uni. Ich habe Erziehungswissenschaften, Pädagogik studiert und ich kann mich erinnern, dass mir damals dieses Thema eher auf die Nerven gegangen ist. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass das, ich habe immer noch so diesen Satz im Kopf, der in dieser einen Vorlesung regelmäßig gefallen ist, Geschlecht ist Illusion. Und ich weiß noch, dass ich da immer dachte, wie, Geschlecht ist Illusion. Also ich weiß nicht, ob ich noch nicht weit genug war oder ob mir das nicht so verständlich erklärt wurde, um was es da irgendwie ging, dass mir irgendwie der Unterschied zwischen Sex und Gender, also dem biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht, eben, ob mir das nicht so richtig klar war. Und so bin ich auch in diese Fortbildung reingegangen, dass ich so dachte, naja, jetzt hier der Gender-Kram. Und dann hatte ich da Glück und habe da einfach einen Referenten gehabt, der hier in Frankfurt da ganz renommiert ist auf dem Gebiet, der mich da super mitgerissen hat und der mir da von der ersten Sekunde an gezeigt hat, wie wichtig ist dieses Thema eigentlich. Ja, und da waren dann mein Kollege und ich als Tandem eben in dieser Fortbildung und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen das hier in unseren Alltag integrieren. Also das muss hier bei uns in der Schule, beziehungsweise auch wenn das an der ganzen Schule überhaupt keine Rolle spielt, bei uns in unserer Arbeit muss das eine Rolle spielen. Ja, so ganz, ich weiß noch, wir haben angefangen, ganz ohne Rücksicht eigentlich darauf, was es wirklich bewirken kann, aber dass wir vielleicht eine Regenbogenflagge an unserer Tür gehängt haben oder dass wir gesagt haben, unsere Mädchen-AG ist ab heute die Mädchen-Sternchen-AG. Ja, also so Dinge, wo wir gezeigt haben, was wir hier für eine Haltung vertreten. Ich glaube, ich unterbreche mal kurz. Ich glaube, es ist wichtig, dass Sie auch so ein bisschen erklären, was ist das Gender-Sternchen und warum der Regenbogen. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Okay, gerne. Ja, also die Regenbogenflagge ist eben die für die Diversität eben steht in dem Bereich, ne? Also es ist so ein Zeichen dafür. Ja, und das Sternchen ist eben, also wenn ich sage Mädchen, Sternchen, dann heißt das, ich spreche damit alle diejenigen an, die sich eben als Mädchen angesprochen fühlen oder als Mädchen gelesene Person. Das heißt, es dürfte eben in diese AG auch jemand, eine Person kommen, ein Kind kommen, das biologisch erstmal kein Mädchen ist, das aber sagt, ich fühle mich wie ein Mädchen und deshalb darf ich an dieser AG teilnehmen. Da werden die Ersten schon reingrätschen und sagen, was soll denn das? Das ist doch, das verunsichert doch die Kinder total. Entweder es ist jemand ein Mädchen oder es ist jemand ein Junge. Ich provoziere jetzt ein bisschen, weil ich antworten will. Ja, so ist es halt nicht, ne? So einfach ist es eben einfach nicht. Also wie gesagt, ich finde diese Differenzierung eben zwischen dem biologischen und dem sozialen Geschlecht, das ist wichtig zu verstehen. Das ist das, was ich glaube, ich anfangs nicht verstanden habe, weil ich immer dachte, naja, gut, wir haben auch Kinder, die ohne eindeutige Geschlechtsmerkmale auf die Welt kommen, ja. Ansonsten wachsen wir als Mädchen oder als Jungen auf, da gibt es doch jetzt irgendwie keine Illusion. Aber das ist eben einfach das biologische Geschlecht. Und das andere, das, was wir eben Gender nennen, also das andere ist Sex und Gender ist dann eben das soziale Geschlecht, das sozial konstruierte Geschlecht. Genau. Ja, also das, was unsere Gesellschaft vorgibt. Was ist denn ein Mädchen? Wie kleidet sich denn ein Mädchen? Wie sieht es denn aus? Wie verhält es sich? Genauso eben bei den Jungs. Und aber eben auch, wenn ich sage, ich bin jetzt biologisch vielleicht ein Mädchen, ich fühle mich aber nicht so, ne? Dann ist trotzdem mein soziales Geschlecht eben nicht das Mädchen, also nicht das Weibchen. Genau. Und da geht die Gewalt eben los. Was hat es für Konsequenzen, wenn ich dann ein biologisches Mädchen bin, aber sozial eben nicht? Ja. Und ich muss mich irgendwelchen Stereotypen, genau, ich werde gezwungen, mich denen die einzuordnen und es geht mir schlecht dabei. Total, ne? Also individuell erlebte Gewalt ist das dann einfach zu 100%. Ja. Und auch wenn ich in meiner Identifikation oder in meiner Identität besser nicht wahrgenommen werde, wenn ich nicht so sein darf, wie ich möchte, ne? Wie viel mehr Gewalt kann man ausüben? Genau. Ja. Und der Leidensweg ist wahnsinnig lang, gell? Ich kenne ein paar Menschen, die, ich sage immer, die Betroffenen, und die leiden ein Leben lang. Ja. Ja. Ja, total. Also das kann wirklich traumatisierend sein. Ne? Ich glaube, das ist immer traumatisierend, also, wenn man nicht sein darf, wie man ist. Ja. Und wird dann im schlimmsten Fall ja nicht nur nicht akzeptiert, sondern im schlimmsten Fall auch noch bekämpft. Ja,
und versucht, oder es wird gewaltsam versucht, Menschen zu verändern. Gibt es ja auch Konversionstherapien und was es alles gibt. Ne? Die verrücktesten Sachen, ne? Also absolut, ja. Also im schlimmsten Fall kann es ein Leben lang traumatisierend sein oder ein Leben lang die Menschen eben beschäftigen, beeinträchtigen. Ne? Auf jeden Fall. Da müssen wir das, glaube ich, im Kindergarten schon mit auseinandersetzen, dass man eben den Kindern die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken, wie sie sind. Und es geht mit Puppenecke schon los und Bauecke und so weiter. Und mit den Spiel, also erzählen Sie. Ja, was mir da direkt einfällt, da müssen wir schon im Kindergarten anfangen. Also meine erste Frage in den Fortbildungen zu dem Thema ist immer, was glauben Sie, wo beginnt die Ungleichbehandlung zwischen Jungs und Mädchen? Und dann sagen viele schon, naja, Kita oder weiß ich nicht, in der Krippe geht's noch und so. Aber ich finde dann, also ich stelle dann immer gerne die Frage, naja, was ist denn eine der ersten Fragen, die wir eine schwangere Frau fragen? Genau, was wird's, was ist es? Was wird's? Junge und Mädchen, ne? Das Kinderzimmer wird gestrichen, die Schnullis werden gekauft oder wie auch immer. Also da geht es ja wirklich schon. Es gibt ja Spielwarenabteilungen nur für Mädchen und für Jungs. Genau. Und man muss sich entscheiden. Also ich finde, das ist immer noch fast noch spannender, gerade jetzt in der letzten Zeit, wo man vielleicht auch nicht mehr so viel wirklich einkaufen war, sondern online. Ne? Man muss anklicken, Junge oder Mädchen, Damen oder Herren. Also man muss wirklich entscheiden. Und da geht es ja eben einfach los. Das ist eben genau dieses soziale Geschlecht. Was wir da konstruieren. Wir gehen vor, so wächst diese Person auf. Oder wir stellen uns schon, bevor ein Baby auf der Welt ist, stellen wir uns vor, ach, wen wird eines Tages heiraten und so, wie auch immer. Genau. Werden sofort in diese Schablone gepresst. Da sind die noch nicht mal in der... Genau, bei Babys finde ich ganz spannend. Da gibt es diese Baby-X-Studien, wo Mädchen zum Beispiel hellblau angezogen werden und Jungs rosa. Und dann erzählen sie, ich soll nicht reden. Ja, dann hat man sofort von außen irgendwie das Bild. Man sagt dann auch, ach, das Baby, das sieht ja auch typisch aus wie ein Mädchen. Klar, ne, die Gesichtszüge oder wie auch immer dabei, ist das dann tatsächlich eine totale Illusion. Ne? Also bis zur Pubertät unterscheiden sich Jungs und Mädchen, abgesehen von den äußeren Geschlechtsmerkmalen, körperlich erst überhaupt nicht voneinander. Das sind die Haare, das ist die Kleidung, was uns glauben lässt. Klar, sehe ich doch, dass das ein Mädchen ist. Dann zieht man dem Mädchen was Blaues an und dann ist so ein Ne? Ja, genau. Wahnsinnig spannend. Und auch, ich kenne auch eine Untersuchung, wo Schwangere, die wissen, was sie, ob sie mit welchem Geschlecht sie schwanger sind, was ja man gar nicht so sicher sagen kann, sprechen in der Schwangerschaft schon mit den Jungs und mit den Mädchen anders. Total, auf jeden Fall. Und das ja also gerade auch, wenn man, also ich erlebe das ganz, ganz häufig und ich hätte mich da auch immer eingeschätzt, dass die Fachkräfte sagen, ich bin da total sensibel und bei mir dürfen alle sein, wie sie wollen und die Mädchen müssen nicht in die Puppenecke, wie auch immer. Aber es geht auch genau bei solchen Dingen los. Wie begrüße ich morgens die Kinder? Ja. Also sage ich zu den Jungs vielleicht, hey, guten Morgen, schön, dass du da bist. Und zu den Mädchen sage ich auch, guten Morgen. Ja, genau. Also allein, wie sich unsere Stimmlage vielleicht ändert, ob wir mit Jungs oder Mädchen sprechen. Ne? Also bei solchen Kleinigkeiten geht es wirklich los, dass ich meine Haltung überprüfe. Ja, und wir stecken da alle drin. Ich erinnere mich an Szenen, wo ich als im Kindergarten gearbeitet habe. Wenn ein Mädchen eine Puppe auf den Boden geworfen hat, habe ich oft so Sachen gesagt, wie das tut der weh. Und bei einem Jungen habe ich gesagt, die geht kaputt. Okay, das ist 20 Jahre her, aber das ist 30 Jahre her. Aber wir haben es in uns und ich glaube, wenn wir da nicht reflektieren, uns auf den Weg machen und überhaupt mal über das Thema nachdenken, und es ist so ein wichtiges Thema, dann laufen wir rum und machen es genauso falsch, wie das viele Generationen gemacht haben und wo viele Menschen einfach sehr, sehr unglücklich ein Leben lang in Rollen gefangen waren und nie sein konnten, wer sie eigentlich sind. Absolut. Und ich sag mal, also ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema und sitze da regelmäßig vor Gruppen und erzähle davon. Und trotzdem passiert mir das ja auch im Alltag. Ne? Das ist man ist da nie befreit von. Und man darf da immer und immer wieder darüber nachdenken, wie wirke ich, wie spreche ich, aber eben als erstes, wie denke ich. Ne? Geht dann damit los, dass ich mal schaue, was ist denn eigentlich das Bild, mit dem ich aufgewachsen bin? Wie wurde ich da behandelt? Ja? Mhm. Was ist meine Vorstellung auch von Rollenverteilungen? Mhm. Wie denke ich über Väter, über Mütter? Ne? Also, dass ich erstmal bei mir wirklich anfange zu gucken, wie ich da denke. Und dann, glaube ich auch. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, ich habe vor kurzem erst gelernt, es gibt ja ganz viele Begrifflichkeiten. Es ist ganz schön schwierig, wenn man da anfängt. Also ich bin da immer noch völlig überfordert, wenn ich cis und hier und was es alles gibt. Dann weiß ich jetzt, ich bin, glaube ich, eine cis-Frau.
Und das heißt, mich betrifft das Thema eigentlich erstmal nicht. Und wenn man aber dann mitkriegt, wenn man seinen Augen und Ohren mal aufmacht, wie viele Menschen wir kennen, die eben nicht cis, also sprich eindeutig sich selber zuordnen wollen auch, und was die für Geschichten haben, dann geht es halt ganz, ganz schnell in Richtung Diskriminierung. Und mir fällt es auch immer noch schwer, also wenn ich was schreibe zu gendern, ich störe mich auch immer noch an dem Binnen-I, am Sternchen, ich denke immer, ich will das nicht. Gleichzeitig werde ich von mehreren Menschen in meinem ganz nahen Umfeld dann darauf aufmerksam gemacht, wegen denk an mich. Ja. Für mich ist es wichtig, dass du das machst. Und dann geht's leichter. Ich glaube, man muss einfach mal schauen, was macht es mit Menschen, wenn wir nicht diskriminieren wollen? Was macht es dann mit denen, die sich diskriminiert fühlen? Ja, genau. Und ich finde auch gerade, also dass es dann wirklich einfach Diskriminierung wird, das ist so der Grund, weshalb man oder womit man auch wirklich in die Einrichtungen gehen kann und sagen kann, deshalb ist auch das eure Pflicht, euch damit auseinanderzusetzen. Ja. Weil, das habe ich gerade schon kurz vorher gesagt, so Themen wie herausforderndes Verhalten, Deeskalation und so weiter, ne, das interessiert alle, weil das unter den Nägeln brennt, weil das Stress verursacht im Kita-Alltag oder im Schulalltag oder wie auch immer. Das wird total nachgefragt. Mhm. Aber dieses Thema, das ist meine Erfahrung, also das wird mit Abstand bei mir am wenigsten nachgefragt, mit Abstand. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal für einen Träger so ein Seminar angeboten habe und dann sollte ich beschreiben, warum die Fachkräfte sich doch bitte für dieses Thema interessieren sollen. Und ganz, ganz viel davon ist einfach, ja, das erleichtert euren Alltag nicht. Ja, das tut es nicht. Dir persönlich als Fachkraft, dir hilft es in deinem Alltag nicht. Es geht aber um deinen guten Willen. Was möchtest du? Wie möchtest du mit den Kindern umgehen? Also im Sinne von, wie möchtest du die Kinder, die dann da betroffen sind oder wie auch immer, wie möchtest du die behandeln, wie möchtest du mit denen umgehen, was möchtest du denen mitgeben, dann kann man schon sagen, ja, es ist, dann wird es doch auch wieder wichtiger, aber dieses für mich persönlich als Fachkraft, ne? Und da ist so der einzige Punkt, wo ich dann wirklich auf den Punkt sagen kann, da wird es zu 100% deine Aufgabe als Fachkraft ist, weil das Ganze eben eine Prävention von Diskriminierung bedeutet. Auf jeden Fall. Und dann ist es nicht mehr fraglich, ob wir uns damit auseinandersetzen sollen oder nicht. Das sehe ich ganz genau wie Sie. Und es wird vielleicht am Anfang sogar erstmal komplizierter, weil es ist ja so schön einfach, gell? Wir haben zwei Geschlechter, jetzt mittlerweile haben wir das D noch überall stehen, aber wer weiß denn schon, was das D bedeutet? Das steht halt mit dabei jetzt, ja? Ja. Und ich glaube, wir sind da noch ganz, ganz am Anfang. Und wenn man nicht in der sogenannten Szene drin ist, kriegt man da auch relativ wenig von mit. Ja. Ich glaube aber, dass es den Fachkräften schon auch hilft und sie weiterbringt, weil einfach, es ist wie man lernt eine neue Insel kennen. Man wird einfach klüger dadurch, wenn man sich mit einem Thema mal beschäftigt, das einen eventuell selbst gar nicht betrifft. Es betrifft einen dann schon, wenn es um Diskriminierung geht. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig im 21. Jahrhundert, dass man sich diesem Thema zumindest mal ganz vorsichtig nähert. Mittlerweile erwarte ich von Fachkräften, also von Menschen, die bei mir in der Ausbildung, erwarte ich, dass sie sich dafür öffnen, weil es einfach wichtig ist. Und ich kann das nicht mehr wegdrücken. Das war vor 50 Jahren vielleicht noch möglich. Aber es sind ja nicht nur Ausnahmen, es ist ja nicht irgendeine Randerscheinung, wo man sagt, irgendwie so einer von 10.000 Menschen, dann könnte man sagen, ja, also gut. Aber je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr Menschen lerne ich kennen. Und ich glaube, ein Einstieg, den ich oft mache, ist so, ich frage mal so, was ist denn an Ihnen nicht typisch Frau? Genau. Und wie gehen Sie denn damit um? Ja, genau, weil, und das finde ich, also es sind auf der einen Seite diejenigen, bei denen vielleicht biologisches und soziales Geschlecht nicht übereinstimmen, für die gar keine Frage ist, dass es wichtig ist, dass Fachkräfte da sensibel und geschult sind. Aber es ist eben auch für die, die als Mädchen geboren werden und sich als Mädchen fühlen, auch für die ist die Frage, wie hast du dich denn zu verhalten als Mädchen? Ne? Also diese Stereotype, die sind ja auch da, total präsent. Und wenn ich irgendwie als Frau gerne blau trage, ne, wie wird denn da mit mir eigentlich umgegangen? Also auch diese Individualität in der Persönlichkeit. Ja, und wie sehr eng auch ein. Und wir haben ja jetzt in der Corona-Zeit, was ist denn passiert? Es ist doch genau das passiert, was wir alle eigentlich nicht mehr wollen. Es waren meistens die Frauen, die
zu Hause geblieben sind und die im Prinzip Homeoffice und Kinder, Homeschooling und so weiter hatten. Und es ist ja nichts anderes, es hat logischerweise damit zu tun, dass wir Geschlechter verschieden behandeln, ja, und auch bezahlen. Genau, also und hat auch ganz viel mit den Erwartungen zu tun. Genau. Also das ist ja das, was wir, das nennen wir dann Doing Gender, ne? Ja. Also mit den Erwartungen trete ich an Personen heran. Ja. Und dass ich auch ganz automatisch davon ausgehe, dass die Frau doch zu Hause bleibt und sich, ja, um die Kinder kümmert, irgendwie das Homeschooling übernimmt und so weiter. Und da gab es einen ganz interessanten Artikel damals, weiß ich noch, die Verliererinnen der Corona-Krise sind die, mhm, Frauen, ne? Was ich total wichtig fand, dass darauf aufmerksam gemacht wird, weil es eben einfach ein gesellschaftliches Problem ist, auf das aufmerksam gemacht werden soll. Und gleichzeitig fand ich so auch immer ein bisschen, das ist auch so ein Weckruf, weil wenn man irgendwann schaut, wie fange ich denn an, wenn ich an diesem, mhm, Thema arbeiten möchte, dass ich aber auch bei mir in meinem kleinen Mikrokosmos, vielleicht in meiner Partnerschaft, in meinem Freundeskreis oder wie auch immer anfange, dass ich dann auch, also um Gottes Willen, es sollen auch alle bitte Hausfrau und Mutter sein dürfen, die, ja, das wollen, gar keine Frage, aber dennoch auch zu sagen, ich nehme diese Rolle auch nicht automatisch an. Ja. Also ich darf auch den Vater meines Kindes oder wie auch immer in die Verantwortung ziehen. Ne? Also so, das fand ich da ganz spannend, dass das so diese verschiedenen Ebenen sind. Es sitzt das Große, die Gesellschaft, ja, ist aber auch immer wieder das Kleine in uns selbst. Ne? Genau, ich glaube, haben Sie was ganz Wichtiges gesagt. Und ich glaube, es geht gar nicht drum, von wegen, machen wie viele Schubladen füllen wir jetzt mit irgendwelchen neuen Begriffen. Nochmal, ich finde es wahnsinnig problematisch. Für mich ist auch das wieder diskriminierend irgendwo, wenn ich die Schubladen fülle, sondern ich verstehe unter Geschlechtssensibilität einfach Individualität. Und da gibt es auch ganz spannende Untersuchungen, die belegen, dass die Unterschiede innerhalb der Geschlechter größer sind als die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ja. Und ich glaube, es ist da auch wichtig, und das ist, finde ich, das Schwierigste. Man will es jetzt wieder richtig machen. Und man will richtig gendern und keine Vorurteile haben und niemand diskriminieren. Und es wird uns nicht gelingen, weil es ist in uns so festgefahren einfach mal. Also Sie sind wesentlich jünger als ich, aber also ich werd 53, werde ich, wow. Und ich beschäftige mich mit dem Thema vielleicht seit 5 Jahren intensiver und vielleicht ganz intensiv seit einem halben Jahr, ungefähr einem Jahr. Und je mehr ich darüber erfahre, desto komplizierter wird es, desto unsicherer werde ich erstmal. Und ich glaube, das ist die Gefahr, oder das ist die, ja doch, die Gefahr, dass man sich nicht damit darauf, auf das Thema einlässt, weil es verwirrt. Weil man erstmal überfordert ist mit allem, ja, irgendwie auf einen so einprasselt, was muss ich jetzt alles lernen, wie ich muss eine neue Sprache lernen. Ne? Ja, und weil man sieht, man will so nicht sein, wie man ist. Uah, und die Veränderung ist so groß und schwer. Ich glaube, auch da ist es immer total wichtig, das sage ich genauso in Fortbildung, wo es um das Lernen von gewaltfreier Kommunikation geht, aber auch hier, ne, dass man sich selbst so auch diesem Prozess zugesteht, so sagt, ich fange jetzt erstmal an zu lernen und ich mache jetzt nicht morgen alles richtig, ja, weil alles richtig, was ist alles richtig, ne? Ja. Dass man sich, also und da haben Sie mit der Individualität, finde ich, einfach das Entscheidende Merkmal genannt, dass ich auch offen bin für die Individualität, ja, ja? Weil ich kriege dann auch manchmal so zu hören, naja, sollen die Leute jetzt alle kein Geschlecht mehr haben? Nee, darum geht es ja überhaupt gar nicht. Wie, genau, gesagt, darf auch gerne die Frau, Hausfrau, Mama nur in rosa, das ist ja auch, ja, total, genau, das ist so wichtig. Also ich habe auch zu dem Thema, habe ich einen Online-Kurs, der heißt Individualität statt Neutralität, ja, ja? Weil das einfach so wichtig ist, dass es primär darum geht, dass die Leute so sein, leben, aussehen, sich verhalten dürfen, wie das aus ihnen herauskommt. Ja. Also wie gesagt, dass wir die Erwartungen auch irgendwie zurückstellen. Und selbst wenn jemand heute so typisch weiblich ist, wie irgendwie möglich, darf die Person morgen Fußball spielen gehen und wie auch immer. Ja, also das ist, finde ich, so ganz essentiell. Ne? Aber klar, die Angst vor was Neuem, ne, ist schon immer eine totale Hürde, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich finde, die Angst vor dem Neuen, die Unsicherheit, die Überforderung und so diese Angst, gerade in der Kita, was sollen wir denn noch alles tun? Jetzt, ja, sollen wir auch noch darauf achten. Ja, ja. Ganz häufig. Ja, was wichtig ist, dass man auch immer wieder dann mit einbringt, dass das aber kein neues Thema ist. Das ist uralt, das ist so alt wie die Menschheit, das ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, ja, weil das begegnet mir sehr oft wegen, ach ja, das ist dieses Neumodische und jetzt, genau, und jetzt müssen wir da auf jeden Rücksicht nehmen, der irgendwie, keine Ahnung, in,
weiß der Geier, Regenbogenfarben rumläuft. Es ist, glaube ich, wichtig, wenn wir wenn es ums Thema Vielfalt geht, wenn es ums Thema Individualität geht und ums Thema Haltung, kommen wir um dieses Thema nicht rum. Genauso wenig wie um gewaltfreie Kommunikation, weil darum geht's ja auch in der Stiftung, es geht um Gewaltfreiheit. Und die endet nicht, die hat mit Ohrfeig auch was zu tun, aber die ist viel tiefer, viel subtiler. Und ich glaube, Menschen, die, wenn man in der Kita beginnt, geschlechtssensibel zu arbeiten und überhaupt die Kita auch mal anschaut, von wegen, wie sind denn unsere Räume, wen haben wir denn im Team, wer gibt denn vielleicht innerhalb einer Fortbildung, kann da einfach sagen, von wegen, mir geht es damit auch schlecht, wenn ich so behandelt werde, da findet man immer jemanden. Ja. Und ich glaube, das würde unsere Welt bereichern, auch wenn es erstmal vielleicht unbequem ist für viele. Auf jeden Fall. Und was ich auch immer noch so wichtig finde, es ist ja auch genau wie gewaltfreie Kommunikation, ist auch das kein Thema, was irgendwie zusätzlich dann dazukommt und da müssen wir jetzt jeden Dienstag uns irgendwie mit beschäftigen. Nee, das ist ja was, das durchgehend einfach, das ist ein Begleitelement. Ja, ich habe vorhin gesagt, wie begrüße ich die Kinder, wer kriegt beim Mittagessen was für einen Becher, wer spielt was, also das ist ja einfach immer da. Also das ist auch da, wie gesagt, die Haltung, das ist nichts, was ich zusätzlich machen muss. Ich muss vielleicht erstmal mich damit auseinandersetzen, das ja. Ne? Aber ansonsten ist es keine Mehrarbeit. Es ist genau. Die Auseinandersetzung. Genau, erstmal ja. Ja gut, aber das ist im Rahmen von Fortbildungstagen. Da setze ich mich entweder mit so einem Thema auseinander oder mit einem anderen Thema. Und dann glaube ich sogar, dass es die Arbeit erleichtert, weil dann hat man noch ein Argument für Vielfalt, noch ein Argument für Individualität. Und es wird doch viel einfacher zu arbeiten, wenn ich Kinder habe, denen es gut geht. Wenn ich mit zufriedenen Kindern arbeite, bin ich selber abends zufriedener und die Kinder sind auch glücklicher. Darum geht's. Auf jeden Fall, ne? Total. Aber was geben wir denn den Zuhörerinnen und Zuhörern mit? Also als erstes hoffe ich mal auch, dass unsere Begeisterung für das Thema ankommt. Es gibt Kurse dazu. Genau, auch das. Also was ich wichtig finde, ist wirklich erstmal in eine Beobachtung zu gehen, wie sieht es in meinem Alltag aus, welche Rolle spielt dieses Thema in meinem Alltag, wie gesagt, eine eigene Haltung zu überprüfen, ja, und dann wirklich zu sagen, ich informiere mich mal, ich mache mich mal an diesen Wust an Informationen und verschiedene Wörter und was es da so alles gibt. Guck mal, was ich lesen kann. Oder wie gesagt, buche eben auch mal eine Fortbildung zu dem Thema, auch wenn es nicht das ist, was mich jeden Tag in den allergrößten Stress versetzt. Ja, also daran kann ich nur appellieren, dass die Relevanz irgendwie deutlich wird. Ja, das gefällt mir gut. Ich würde gerne mitgeben, man kann sich mal auf die Suche machen, wo man sich denn selber sehen will. Und es gibt so viel. Ich weiß noch, als ich das gemacht habe, dachte ich mir, was bin ich denn eigentlich? Das sind unglaublich viele Begrifflichkeiten und gleichzeitig darf man sich davon aber nicht abhalten lassen. Es ist wie Sie sagen, es ist wie eine neue Sprache lernen, aber eine, die die Welt auch braucht. Ja, und wie gesagt, man muss da nicht ab morgen alles richtig machen. Genau. Also wir dürfen da Fehler machen. Ne? Ja. Das sollte uns nicht davon abhalten, dass wir sagen, deshalb setze ich mich damit jetzt nicht auseinander. Ja? Niemand erwartet da eine Perfektion. Das Erste ist immer das Interesse. Und die Offenheit vor allem dafür wirklich, das finde ich so, so wichtig. Ich begegne diesem Thema erstmal offen und denke nicht sofort in meinen Schubladen und ach, das schon wieder und hier und da und wie auch immer. Ich bin erstmal offen. Ein schönes Schlusswort. Eine Freundin von mir sagt immer, Offenheit ist ein Zeichen für Intelligenz. So, genau das wollte ich damit sagen. Passt doch perfekt. Dann lassen wir es so stehen. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie da waren und vielleicht kommen Sie ja noch mal wieder, weil Sie haben so viele Themen, die mit Gewalt zu tun haben und Gewaltfreiheit vor allem. Und ich freue mich, wenn Sie noch mal kommen und ich danke Ihnen noch mal, dass Sie da waren. Auf Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank. Schon. Tschüss.